Hallo Internet, ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Das Bundesministerium der Justiz hat vor kurzem den Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung der Integrität im Wirtschaftsleben ins Netz gestellt. Wirtschaftskriminalität soll konsequent verfolgt und angemessen geahndet werden. So steht es schon im Koalitionsvertrag. Das Justizministerium hält die geltende Bußgeldobergrenze von 10 Millionen Euro, insbesondere gegenüber großen multinationalen Konzernen, für keine empfindliche Sanktion. Außerdem stellt es fest, dass es keine rechtssicheren Anreize für Investitionen in Compliance gibt. Und das soll sich ändern. Das neue Gesetz erhöht den Verfolgungsdruck für Unternehmen. Es gilt nicht für die ehrenamtliche Tätigkeit, sondern nur für sogenannte Verbände, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Gerechtfertigt wird das damit, dass allein schon die Tatsache, dass man an einem von Konkurrenz geprägten Markt teilnimmt, das Risiko von Straftaten durch Leitungspersonen und auch Mitarbeiter erhöht. Deshalb braucht es ergänzende Regelungen, die den Gegebenheiten wirtschaftlicher Betätigung Rechnung tragen. Zunächst wird ein umsatzbezogener Sanktionsrahmen eingeführt. Hinzu kommt die Pflicht, bei Vorliegen einer Verbandsstraftat ein Verfahren einzuleiten. Als Gegengewicht gibt es dann an verschiedenen Stellen einen Compliance-Bonus, der die Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen vorsieht. Das Verbandssanktionengesetz bricht mit einer deutschen Rechtstradition. Nach unserem Verständnis setzt Strafe Schuld voraus. Es geht um Vorwerfbarkeit von Fehlverhalten. Es geht um die Einsichtsfähigkeit und damit um eine typisch menschliche Eigenschaft. Das heißt jetzt nicht, dass Kriminalität, die in Unternehmen stattfindet, in Deutschland einfach so hingenommen wird. Aber bestraft werden die handelnden natürlichen Personen. Das Unternehmen bekommt eine Buße nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht. Das Justizministerium hält diesen Ansatz für überholt. Im Wirtschaftsleben gäbe es spezielle Aspekte, die die Begehung von Straftaten begünstigen. Diese Aspekte liegen einerseits in der Zugehörigkeit zum Unternehmen und andererseits in deren Strukturen. Zuerst zu den Strukturen, die Kriminalität erzeugen. Fakt ist, dass wirtschaftliche Tätigkeit in Unternehmen seit der Industrialisierung stark arbeitsteilig ausgeprägt ist. Der Arbeiter bekommt das Ergebnis seiner Arbeit selten zu Gesicht. Er verrichtet seine Tätigkeit am Fließband. Das Prinzip gilt auch außerhalb der Produktion, im Vertrieb und in der Verwaltung. Hier gibt es Prozesse, Kompetenzen, Zuständigkeiten und Aufgaben. Der Blick für das große Ganze geht verloren. Gefragt ist die effiziente und korrekte Ausführung der in der Organisation zugewiesenen Funktion. Das führt zu einer Verantwortungsdiffusion, die Straftaten von Mitarbeitern erleichtern oder begünstigen kann. Unabhängig von den Strukturen gibt es einen anderen Aspekt, der Kriminalität verursachen kann. Die Zugehörigkeit zum Unternehmen führt dazu, dass der Einzelne mit der Zeit die kollektiven Werte und Ziele übernimmt. Das prägt dann sein Verhalten, im Extremfall bis hin zur Übernahme einer kriminellen Verbandsattitüde. Ein Wirtschaftsstrafrecht, das sich auf den Schuldvorwurf gegenüber den handelnden Personen konzentriert, hat Schwierigkeiten, auf diese Aspekte angemessen zu reagieren. Kann man einen Lkw-Fahrer bestrafen, der an der türkisch-bulgarischen Grenze 200 Euro bezahlt, um schneller abgefertigt zu werden? Und wenn ja, wie berücksichtigt man, wenn der Arbeitgeber einerseits Korruption in jeder Form konsequent ablehnt und andererseits ein großzügiges Spesenbudget zur Verfügung stellt, über das der Fahrer nicht einzeln abrechnen muss und dessen Verwendung auch nicht kontrolliert wird? Wie sieht es in so einem Fall mit der individuellen Schuld des Fahrers aus? Ist es fair, dass das Unternehmen gleichzeitig Bestechung verbietet und Leistungsvorgaben macht, die so nicht erfüllbar sind? Entschädigt der großzügige Spesensatz für den besonderen Einsatz? Oder
enthält er unausgesprochen eine Erwartungshaltung, wie pragmatisch auf die bürokratischen Abläufe der Grenzabfertigung reagiert werden soll. Nehmen wir einmal an, unser Lkw-Fahrer zahlt nicht für die beschleunigte Abfertigung. Nehmen wir an, er übernachtet einfach in einem Hotel und ruht sich aus, bis die Formalitäten irgendwann ordnungsgemäß abgewickelt worden sind. Zurück in Deutschland fragt ihn dann sein Chef, warum die Fahrt so lange gedauert hat. Und der Lkw-Fahrer sagt, wie es war. Ich kann mir das Gesicht des Chefs lebhaft vorstellen. Eine halbe Sekunde zieht er die linke Augenbraue hoch, schnell gewinnt er die Fassung zurück und erinnert sich an seine Compliance-Schulung. Dann lobt er den Fahrer überschwänglich für sein in jeder Form untadeliges und korrektes Verhalten. Das sei das einzig Richtige gewesen. Es werde keinerlei negative Konsequenzen wegen der Verspätung geben. Und das stimmt auch. Aber aus internen ablauforganisatorischen Gründen, die sich im Nachhinein nicht vollständig nachvollziehen lassen, wird unser Lkw-Fahrer auf dieser Strecke nicht weiter eingesetzt. Die Fahrten machen andere Fahrer, die die Zeitvorgaben einhalten. Ist das die Musterlösung? Wohl kaum. Jedenfalls muss die Strafe für den Arbeitnehmer gemildert werden, wenn sein Arbeitgeber Rechtsübertretungen duldet oder gar dazu ermutigt. Durch seine Strukturen, Werte und Einstellungen hat das Unternehmen doch die Hemmschwelle zur Tatbegehung gesenkt. In so einem Fall darf das Unternehmen nicht einfach so leicht davonkommen. Das ist keine angemessene Reaktion des Rechtsstaats auf bewusst gesetzte ökonomische Anreize zur Begehung von Straftaten. Der Staat darf sich nicht darauf beschränken, Pechvögel am unteren Ende der Nahrungskette zu bestrafen, wenn er zufällig mal einen erwischt hat. In den letzten Jahren gab es mehrere Vorstöße zur Reform des Unternehmensstrafrechts. 2013 hat Nordrhein-Westfalen einen Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht. Dem folgte 2014 ein Vorschlag des Bundesverbands der Unternehmensjuristen und 2016 des Deutschen Instituts für Compliance. Die Forschungsgruppe Verbandsstrafrecht legte 2017 den Kölner Entwurf eines Verbandssanktionsgesetzes vor. Die Vorschläge unterscheiden sich erheblich voneinander. Das fängt schon bei der Frage an, ob es echte Strafen für Unternehmen geben soll oder nur Ordnungswidrigkeitenrecht angepasst werden muss. Der vorliegende Referentenentwurf greift die wesentlichen Punkte der verschiedenen Ansätze auf. Die von den Gegnern eines Unternehmensstrafrechts ins Feld geführte dogmatische Argumentation, dass Strafe Schuld voraussetzt, umschifft er, indem er Unternehmenssanktionen, also keine Strafen, in einem eigenen Gesetz, also außerhalb des Strafgesetzbuchs, einführt. Aber machen wir uns nichts vor. Diese Sanktionen sind stark den Strafen nachempfunden. Gleichzeitig knüpft der Entwurf aber auch an bestehende Rechtsregeln an, in den Paragraphen 30, 130 Ordnungswidrigkeitengesetz. So ermöglicht das Verbandssanktionengesetz den Strafverfolgungsbehörden und Gerichten eine Fortentwicklung der bestehenden Rechtsanwendungspraxis. Auch für die Rechtswissenschaft gibt es weiterhin genug Ansätze, unklare Regelungen zu thematisieren und Position zu beziehen. Ich finde den Entwurf gut. Es ist schön zu lesen, dass der Gesetzgeber Anregungen der Unternehmensjuristen und Compliance-Praktiker aufgreift und Anreize für Compliance setzen will. Wie macht er das? Jedenfalls nicht, indem er mit der Tür ins Haus fällt. Im Gesetz findet sich weder eine Definition von Compliance noch eine Vorschrift, die einen Compliance-Beauftragten mit Aufgaben und Zuständigkeiten enthält. Auch ein verpflichtendes Compliance-Programm sucht man vergeblich. Die Lösung erfolgt in drei Stufen. Erstens, Umstellung auf das Legalitätsprinzip. Wenn Verbandsstrafen vorliegen, müssen sie verfolgt werden. Zweitens, Erhöhung der Sanktionsandrohung verbunden mit compliance-freundlichen Zumessungsregeln. Und drittens, verbandsspezifische Einstellungsvorschriften, die insbesondere die Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen vorsehen. Die erste wesentliche Stellschraube ist der Übergang vom Opportunitäts- zum Legalitätsprinzip. Bisher ist es so, dass die Strafverfolgung der natürlichen Person dem Legalitätsprinzip unterliegt. Das heißt, es wird auf jeden Fall gegen den Täter ermittelt, damit er bestraft werden kann. Hier geht es um die Geschäftsführer, die leitenden Angestellten oder die Mitarbeiter, die die Straftat begehen. Das Unternehmen
also die juristische Person, unterliegt dagegen nur dem Ordnungswidrigkeitenrecht. Und hier gilt das Opportunitätsprinzip. Es ist eine Ermessensentscheidung, ob überhaupt ein Verfahren eingeleitet wird. Das will das Justizministerium ändern. Es soll auf jeden Fall ermittelt werden. Die zweite Stellschraube liegt darin, dass Unternehmen künftig mit harten und abschreckenden Strafen rechnen müssen, wenn Kriminalität von ihnen ausgeht. Verbandssanktionen sind nach § 8 die Verbandsgeldsanktion und die Verwarnung mit Sanktionsvorbehalt. Die Verbandsauflösung, die im Entwurf vom letzten Herbst noch enthalten war, wurde herausgenommen. Die Todesstrafe ist in Deutschland abgeschafft und wird auch für juristische Personen nicht eingeführt. Aber mit einer Buße von bis zu 10% des durchschnittlichen Jahresumsatzes wird es für große Konzerne mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro ungemütlich. Wer das Bußgeld gegen VW im Abgasskandal im Kopf hat, zur Erinnerung, das war 1 Milliarde Euro, wird sich fragen, was daran neu ist. Die Antwort kann ich geben. Das Bußgeld war die maximal nach dem geltenden Ordnungswidrigkeitenrecht für fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung zulässigen 5 Millionen Euro. Die übrigen 995 Millionen Euro bezogen sich auf die Abschöpfung des Vorteils aufgrund der Abschalteinrichtung. Wenn das Verbandssanktionengesetz kommt, gibt es hier eine wichtige Änderung. Anders als bisher wird Abschöpfung und Buße nicht kombiniert, sondern wie im Strafgesetzbuch getrennt. Das VW-Beispiel zeigt, in welche Richtung es dann gehen wird. Im Vergleich zum wirtschaftlichen Vorteil von 995 Millionen Euro sind die 5 Millionen Euro Bußgeld Peanuts. Von einer spürbaren und abschreckenden Sanktion kann wohl nicht die Rede sein. Das soll sich ändern. Und wo sind jetzt die Anreize für Compliance? Ich hatte bereits angedeutet, im Gesetzestext sucht man das Wort Compliance vergeblich. Umso häufiger wird aber in der Gesetzesbegründung darauf Bezug genommen. Auf Seite 55 des Referentenentwurfs findet man folgende Definition. Compliance, das heißt alle Maßnahmen zur Gewährleistung von rechtmäßigem Verhalten aller Verbandsangehörigen im Hinblick auf alle gesetzlichen Gebote und Verbote. Mit anderen Worten, wenn die Mitarbeiter das geltende Recht einhalten, gibt es keine Verbandssanktion. Das ist im Prinzip der gleiche Ansatz wie in den USA. If you think compliance is expensive, try non-compliance. Auf Seite 79 wird der Referentenentwurf noch deutlicher. Die Leitungs-, Koordinations-, Organisations- und Kontrollpflichten können insbesondere durch Compliance-Maßnahmen erfüllt werden, ohne dass der Tatbestand unmittelbar zur Schaffung eines Compliance-Programms verpflichtet. Auch führt das Bestehen eines Compliance-Programms nicht unmittelbar zur Sanktionslosigkeit. Entscheidend ist vielmehr, ob die Sorgfalt angewandt wurde, die von einem ordentlichen Angehörigen des jeweiligen Tätigkeitsbereichs verlangt werden kann. Man kann das auch einfacher sagen. Unternehmen müssen ihren Geschäftsbetrieb so einrichten, dass das geltende Recht eingehalten wird. Solange es keine Verstöße gibt, fragt auch keiner nach Compliance. Aber falls etwas passiert, falls unternehmensbezogene Straftaten begangen werden, dann werden Fragen gestellt. Und die erste Frage wird sein, ob das Unternehmen die Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen hat, die man bei einem Unternehmen der Art, Größe und Organisation erwarten kann. Dazu schaut man sich die Gefährlichkeit des Unternehmensgegenstands, die Anzahl der Mitarbeiter, die zu beachtenden Vorschriften und das Risiko ihrer Verletzung an. Die Frage heißt dann, hat das Unternehmen angemessene und wirksame Compliance-Verfahren? Und wenn die Antwort Nein ist, dann liegt eine Verbandstat vor. Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 des neuen Verbandssanktionengesetzes. Und die Strafverfolgungsbehörden müssen ermitteln und eine angemessene Sanktion verhängen. Das ist der Anreiz, in Compliance zu investieren. Dass man auf die Frage nach Compliance nicht mit Fehlanzeige antworten muss. So viel für heute zum Entwurf eines neuen Verbandssanktionengesetzes. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like und vielleicht abonniert ihr es. Bis dann!